Hallo, ich grüße dich. Dieses Podcast gehört zu der Playlist Alltagsthemen. Vielleicht magst du da mal ein bisschen reinstöbern, vielleicht ist da ja das eine oder andere Thema noch drin, was dich gerade interessiert. Dieses Podcast dreht sich um Beziehungen. Beziehungen zu uns selbst, zu anderen Menschen, Beziehungen zu unserer Berufung, zu unseren Aufgaben, warum wir hier auf Erden sind. Doch in erster Linie geht es jetzt hier um Beziehung zu unserem Körper. Wie stehen wir zu ihm? Mögen wir ihn nicht? Unser Körper ist einfach sehr wichtig, um hier auf der Erde überhaupt sein zu können. Und je besser wir mit unserem Körper, mit uns selbst umgehen, umso besser ist auch die Beziehung zu unserem Partner. Und solltest du gerade einen Partner suchen, denn das ist mir in letzter Zeit sehr aufgefallen, beziehungsweise die geistige Welt lässt in letzter Zeit sehr viele Menschen zu mir kommen, die einen Partner suchen. Und das hat dann meist auch einen Hintergrund, warum das gerade so ist. Und da möchte ich dir auch den Tipp geben, dass du deinen Partner nicht suchen sollst, sondern lass dich doch finden. Konzentriere dich, auf deinen Körper, auf die Beziehung zu dir selbst und dann wirst du schon zum Magnet für deinen Partner. Denn je mehr du im Außen suchst, je mehr du das Mangelgefühl nach außen richtest, ich brauche da jemand, ich brauche da etwas, ich habe zu wenig oder ich habe nicht, dann schickst du dieses Gefühl natürlich ins Universum und das Universum unterstützt stets das, was du aussendest. Und wenn du mit dir nicht zufrieden bist, dann bekommst du noch mehr von dieser Unzufriedenheit. Wenn dir etwas fehlt, dann bekommst du noch mehr von dem Fehlenden. Geh doch den umgekehrten Weg und lass dich finden und baue eine Beziehung zu dir auf und dann schickt dir das Universum auch den richtigen, in Anführungszeichen. Das ist auch so interessant zu beobachten, wenn die Menschen nach dem Richtigen suchen. Jeder Partner ist richtig, den du hast, den du hattest, den du haben wirst, je nachdem. Jeder Partner ist richtig. Natürlich ist es in unserem Naturell, wir wollen einen Partner bis zum Tode. Dann haben wir es einfach, dann haben wir es gemütlich und er ist der Richtige oder sie ist der Richtige, je nachdem, dann passt das. Aber bei jedem Partner lernen wir was. Jeder Partner ist richtig und der Partner ist nicht dafür da, um uns glücklich zu machen. Absolut nicht. Hier geht es wiederum darum, die Beziehung zu uns aufzubauen. Mit uns selbst glücklich sein. Dann ist auch die Beziehung, dann ist auch der Partner vollkommen richtig, wie er oder sie ist. Ja, er macht das nicht und er sollte so sein oder er hört mir nicht zu oder... Ja, hörst du dir selber denn überhaupt zu? Hörst du auf deine innere Stimme, was sie dir mitteilt? Kehre diese Dinge um, was der andere sollte. Mach das du erst bei dir. Dann veränderst du dich. Dann verändert sich die Beziehung. Dann sagt der Partner plötzlich etwas nicht mehr zu dir, was früher dir wehgetan hat, weil er es nicht mehr sagen muss, weil du es bei dir verändert hast, bei dir geheilt hast, bei dir entdeckt hast. Der Partner ist unter anderem dafür da, um Gewisses in dir zu triggern, damit du es in dir verändern kannst. Und nachher braucht er das nicht mehr tun. Das ist ein kosmisches Gesetz, dann hört das automatisch auf. Ich spreche da aus Erfahrung und nicht einfach so, was ich gelesen habe. Ja, und die Beziehung ist sehr interessant und ich werde auch noch weitere Themen aufnehmen in puncto Beziehung, gerade auch was Thema
die Beziehung zum Beruf, Beziehung zur Berufung und so weiter. Aber ich merke jetzt deutlich, die geistige Welt mag etwas mitteilen und ich mag jetzt zuerst mal das Channeling machen und dann schauen wir, was die anderen Beziehungsthemen noch so bringen. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Geistigen Seite her begrüße ich dich und heiße dich herzlich willkommen zu einem für euch Menschen wichtigen Thema, nämlich die Beziehung zu sich selbst, zum eigenen Körper, die Beziehung zu deiner Berufung, die Beziehung zu deinem Partner oder Partnerin. Es ist alles im Wandel und es ist nichts mehr so wie es mal war, beziehungsweise wie ihr Menschen es als normal tituliert. Normal ist nichts. Normal soll nichts mehr sein. Denn normal ist das, was die Gesellschaft als normal vorgibt. Doch du darfst und sollst anders sein, so sein, wie du bist. Du darfst und sollst so sein, wie du bist. Und somit gibt es nichts Normales mehr auf Erden. Alles ist im Wandel, alles in einer Veränderung. Und auch die Geschlechter verändern sich und dies ist in Ordnung. So wird immer noch von der Gesellschaft mitgeteilt, dass wenn du mit diesem Geschlecht auf die Welt kommst, dass du dieses Geschlecht zu behalten hast bis zu deinem Tode. Das soll nicht sein. Denn die heutzutage genannten Transgender haben eine ganz wichtige Bedeutung für euch Menschen, denn sie zeigen euch, dass Enormes möglich ist, dass vieles umwandelbar ist, was früher nicht erschienen ist als Möglichkeit. Es ist ein Wandel in eurem Denken, es ist ein Wandel in puncto Beziehung zu eurem Körper. Der Umgang mit diesem ermöglicht dir sehr viel Neues. Und so wird dieses in der Zukunft unterstützt und noch mehr ermöglicht werden, bis dass das dann kein Thema mehr ist und Transgender wieder schwinden. Doch jetzt sind sie absolut wichtig. Natürlich bringt dieses ein gewisses Leid mit sich. Und dieses Leid trägt nicht nur der Transgender, sondern die ganze Familie oder der Bekanntenkreis. Und was nutzt dieses? Ein Aufbrechen, ein sich absolut verändern können. Je größer der Druck, umso mehr möchte dieser Mensch sich verändern und verändert sich auch. Ihr Menschen seid so gestrickt, je mehr ihr leidet, umso mehr verändert ihr. Ansonsten ist alles oberflächlich und es geschieht nichts oder nur sehr wenig. Auch dieses Leid wird weniger werden, weil ihr Menschen mehr auf das eingehen könnt, die Operationen oder sonstiges mehr eingehen könnt und Leid schwindet. Dann ist dieses Leid nicht mehr notwendig. Verstehst du, was wir meinen? Transgender haben eine große Bedeutung auf dieser Erde. Sie zeigen den Wandel ganz enorm und kräftig und zeigen der Gesellschaft, dass alles möglich ist, was früher sogar als unmöglich erschienen ist.
So behalte die Beziehung zu deinem Körper aufrecht und lerne ihn zu lieben. Und wenn du ihn umformen sollst, dann tue dieses, damit du dich wohlfühlst in diesem Vehikel, das dich begleitet auf dieser Erde. Beziehung zu dir selbst aufbauen ist von großer Bedeutung, denn auf diese Art und Weise schürst du dein Leben. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du bewohnst ein Vehikel, das dir dieses Leben auf Erden ermöglicht. Und du kannst es so gestalten, dass es für dich, dein Denken, deinen Gefühlen passend ist. Und wenn du zum Beispiel jemand bist, der übergewichtig ist oder untergewichtig ist, kannst du auch dieses verändern, indem du es einfach tust? Ja, das sagt sich so leicht. Es braucht einen gewissen Prozess, um dich selbst kennenzulernen, was du wirklich benötigst, was dein Körper wirklich benötigt, und du kannst dann Gewicht verlieren oder zunehmen, je nachdem, was dir dient. Es braucht seine Zeit, so habe etwas Geduld mit dir und halte Ausschau, was passend ist für dich. Nicht alles, was du an Informationen bekommst, ist passend für dich, für deinen Körper, für deine Entwicklung, für deinen Standpunkt, wo du jetzt gerade bist. Halte Ausschau, wähle aus, was zu dir gehört, nimm das in dein Leben und dein Körper verändert sich dementsprechend. Kann auch sein, dass du einfach Energie brauchst von Mutter Erde oder aus kosmischen Bereichen. Es muss nicht alles kompliziert und schwer sein, wie ihr Menschen manchmal denkt. Je schwieriger, umso besser. Je einfacher, umso leichter. Auch hier die Gedanken verändern, die ihr Menschen schon seit Jahrhunderten mit euch herumtragt. Alles muss schwer sein, es muss viel sein. Es geht auch darum, dass du dich ausruhst mehr und mehr und den Gedanken verlierst, ich muss viel tun, um viel zu erreichen. Das ist in der Zukunft nicht mehr möglich. Genau das Umgekehrte ist der Fall. Je weniger du tust, umso mehr erreichst du. Speziell wiederum auf deinen menschlichen Körper bezogen. Er sagt dir schon, was er braucht. So lass dich ganz auf die Beziehung deines neuen Körpers ein. Lobe ihn, denn ohne ihn kannst du hier nicht sein. Wir, die geistige Welt, unterstützen dich in allem, was du tust. Vayosohei. Danke, danke dir für die Veränderung, besondere Veränderung, die du mit auf die Erde gebracht hast, um der Gesellschaft zu zeigen, dass es so wie es ist nicht mehr weitergeht. Alles wandelt sich und du steckst mittendrin, weil du die Informationen, die Kraft und den Mut hast, es durchzuziehen, was deine Berufung ist, was deine Aufgaben sind, warum du hier auf Erden bist. Vayosohei. Danke, danke dir.